Storytime. Storytime, bevor es losgeht. Vor circa 1,5 Monaten. Man muss dazu sagen, ich habe davor, glaube ich, ungefähr, keine Ahnung, 2 Wochen nach Flügen geschaut und nach besten und natürlich günstigsten Möglichkeiten gesucht. Und ja, das Problem war aber irgendwie, dass alles super, super teuer war und nichts direkt ging. Man musste die ganze Zeit über mehrere Stops hier fliegen und musste dann trotzdem für ein Ticket 800 Euro ohne Gepäck gefühlt zahlen. Also was heißt gefühlt? Das war so, gell, Baby? Ach, du bist für 2 Personen, oder? Nee. Okay. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich schau mal, ob es irgendwie ja auch von woanders geht. Zum Beispiel Prag. Prag ist 2,5 Stunden von uns entfernt. Und dann war es tatsächlich so, dass der Flug einigermaßen gut war. Also direkt erstmal, das ist schon mal die halbe Miete und auch günstiger natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 2,5 Stunden nach München müssen wir auch 1,5 oder 1 Stunde fahren. Kann man schon machen. Und ja, jetzt im Nachhinein. Weiß nicht, ob da ein paar Maschinen dazugekommen sind oder was da los ist. Gibt's, also Gilly hat letztes Mal geschaut und es gab auch wieder günstigere Flüge von München und direkt und ja, aber es hilft natürlich nichts. Wir müssen jetzt wohl oder übel von Prag fliegen und deswegen morgen auch relativ früh raus, obwohl unser Flug zu einer perfekten Zeit geht. Nämlich um 12. Und dann ging es natürlich in den Wald, damit Nugget ja noch eine schöne Runde mit uns hat und wir mit ihm auch. Dann haben wir gepackt und sind auch schon los nach Prag. Von Regensburg nach Prag sind es ungefähr 2,5 Stunden. Es ist jetzt nicht super weit, aber ich würde es jetzt trotzdem nicht nochmal machen. Vor allem, wie gesagt, weil wir günstigere Tickets dann im Nachhinein gefunden hätten. Aber naja, es war eine Erfahrung. Dein Ganzkörperspiegel, was für mich sehr wichtig ist, persönlich. Selbst es gibt sogar eine Waage.
was ist mit Tag 1? Tag 1, wir fahren zum Strand. Er ist super ungewohnt, wieder Röcke zu tragen. Zumal ich weiß bin. Elunda. Ein paar Daten, Fakten über Elunda. Elunda hat 2000 Einwohner. Oh. Ist eine kleine. Ist es ein Dorf oder eine Stadt? Stadt hier. Stadt. Auf Kreta. Und. Ja. Wir schauen jetzt mal hin. Wir brauchen E-Wein. Recht windig, deswegen haben wir uns jetzt nicht an den Pool gelegt. Obwohl du FOMO hast. Schon war, ich habe schon FOMO. Ich denke mir gleich, ah, okay. Ich muss ja auch ein bisschen braun werden. Ja, aber komm, wir waren jetzt zweimal schon dieses Jahr und wir sind weiß. Wir hatten nicht so viel gutes Wetter bisher. Aber ja, jetzt gehen wir mal, dann haben wir auch ein paar Steps gemacht. Und wir haben ein Vino. Bianco. Bianco. Greco. Bellissima. Ich vergehe, ich bin bei mir. Krasser Typ. Was war die Gebühr? Sag mal die Gebühr. 1,80. Gar nicht. Thanas, das magst du dir kurz vorstellen? Erzähl mal die Geschichte über Thanassos, Baby. Thanassos ist damals als Waisenkind auf die Baustelle hier gekommen. Mhm. Vor circa 1,5 Jahren. Mhm. Und damals haben ihn die Bauarbeiter ernährt und hat dafür hier auf die Baustelle aufgepasst. Ach so. Ja, wow, Thanassos, du bist ein guter Aufpasser. Und, ja. Okay. Jetzt kümmert sie sich darum, dass nur auserwählte Katzen aufs Gelände kommen und nicht irgendwelche. Er ist Freunde. Der Chef. Thanassos ist der Chef der Katzen. Thanassos, ich hab dir ein Stück Brot hingelegt, das magst du nicht. Den Lachs mochtest du lieber, gell? Also, ich weiß auch nicht, aber ein bisschen verwöhnt bist du schon hier. Als Hauskater. Katzen haben einfach. Hm? Thanassos. Soul, gell? You have a soul? Yes, not like. I'm not sure. Thank you.
versuchen uns zu diesem Spalt da hinten heranzutasten. Aber irgendwie gibt es keinen richtigen Weg, außer hier sowas. Und ich weiß auch nicht, ob wir dorthin kommen so. Deswegen checkt Gili jetzt kurz aus, ob es da weitergeht. I don't know. Da oben geht so ein Weg und dann würden wir theoretisch hinkommen. Hier ist aber so eine Schlucht dazwischen. Keine Ahnung, ob wir da hinkommen. Ich stehe gerade hier und Gili schaut sich das vor Ort an. I don't know. Ein Stück Fleisch halte. Aber die falten sich dann. Ja, ich brauche ein Stück Fleisch für beide. Hinter meinem Hut gar nicht, Baby. Das ist gut. Wir starten heute ein bisschen früher als die Tage davor. Und ja, freuen uns schon. Ich hoffe, dass ich durchhalte.